Leute, was geht ab? Moin! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. War ein wildes Intro. Alter, nicht runter. Ich gehe mal in Sicherheit, bevor Sender Steve mich in den Fluss hier schmeißt. Bevor ich dich wegsende, Junge. Wir sind auf dem Weg nach Winterberg. Wir haben noch ungefähr 15 Minuten und wollen noch mal gemütlich die Saison sozusagen ausklingen lassen, noch mal die letzten Bikepark-Besuche machen. Ihr seid natürlich wieder mit dabei am Start. Und ja, wir fahren mal ein Stückchen weiter und dann sehen wir uns gleich um den Trail. Ne? Wir sind uns ein bisschen warm gerollt und jetzt haben wir noch 20 Minuten oder so, müssen wir warten, bis unsere Liftkarte funktioniert und dann fahren wir hoch, gucken, dass der Steve erstmal wieder richtig reinkommt, so Ferry Trail, Schneewittchen Trail reinfahren, um so ein bisschen Geschwindigkeit sich dran zu gewöhnen, ein bisschen zu springen. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns die Flow Country wieder an und Kirill und so weiter. Und dann, wenn ich mich gut fühle, probiere ich mich nochmal an der Loose Lee. Ich muss gerade sagen, die ersten Sprünge, das war irgendwie komisch. Aber vielleicht muss ich mich noch erst einfahren. Wir werden sehen. Aber wir warten ja gerade hier am Schneewittchen Trail und so, Ferry Trail. Und da fahren so viele hoch. Letztes Mal, als ich hier war, war der überhaupt nicht famous. Niemand wollte das fahren. Unter meinem Kommentar steht Murmelbahn. Alles kacke, langweilig, braucht kein Mensch. Und hier ist Liftschlange. Ja. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Lift. Der Steve ist schon richtig aufgeregt, dass wir jetzt gleich die Murmelbahnen fahren. Ab jetzt nur noch Party-Laps. Also das letzte Mal habe ich ja echt viele schlechte Kommentare bekommen zum Ferry Trail in Schneewittchen. Habe ich euch ja eben schon gesagt. Aber hier fahren so viele heute. Vielleicht haben die Leute doch gemerkt, dass es eigentlich auch Bock macht, mal so entspannt zu radeln. Also, Glück auf, this is gonna be epic, because life's short, stranded. Halt die Fresse, Mann. Ja, hast du schon. Okay. Also, zuerst ging es dann auf den Schneewittchen Trail zum Warmrollen. Weil ich dachte mir, der Steve ist so lange nicht gefahren und diese Lines sind einfach perfekt, um ein bisschen Bike-Gefühl und vor allem auch Selbstbewusstsein aufzubauen nach einer langen Pause. So, erste Abfahrt gemeistert. Steve ist happy. Ich wusste, dass ihm die Schneewittchen und Ferry Trail gut gefällt. Steve hat seine Maske vergessen. Zeig doch mal, wie du den stinkenden Handschuh reintust. Hallo! Der hat seine stinkende Handschuhe die ganze Zeit als Maske drin gehabt. Ja, wir fahren jetzt Boah, Junge, es müffelt so. Wir fahren jetzt den Ferry Trail Abschnitt. Dann fahren wir nochmal zum Auto, Steve eine Maske holen. Und dann vielleicht noch Schneewittchen den anderen, ne? Ja, keine Ahnung. Lass mal hier. Oder wir fahren nochmal die Table rein. Geht auch. Zweites wollte ich dem Steve natürlich auch noch den Ferry Trail nicht vorenthalten und direkt nochmal hoch, um dann den Ferry Trail abzurollen. Ich finde persönlich, allein vom Spaßfaktor macht mir der Schneewittchen Trail irgendwie mehr Bock. Und vor allem in Kombination, dass man später auf den Ferry Trail wechselt, wo dann die Tables sind, ist es richtig, richtig nice, um sich so ordentlich warm zu rollen und einzustimmen auf einen vollen Erfolg im Bikepark. So Leute, das Wetter zieht sich langsam zu, aber solange es nicht regnet, ist alles gut. Wir sind jetzt, ja,
Wir sind jetzt mal eben auf den schnellsten Lift in Winterberg gesprungen. Oh Mann ey. Und in einer Dreiviertelstunde geht's dann weiter. Wir oben sind. Sozusagen, um auf die weiteren Lines uns einzustimmen und den Schwierigkeitsgrad langsam zu steigern, sind wir ein paar Mal die Kill Hill abgerollt und die anderen blauen Lines wie Flow Country. Weil für mich ist es so, man kann einfach in Winterberg den Schwierigkeitsgrad so gut steigern mit den zwei neuen Lines, sodass man sich richtig schön langsam an alles rantasten kann und Step für Step herausfinden kann, okay, wie fühle ich mich heute, wie läuft's heute, was kann ich mir da zutrauen. Erste Mal Loose Lee komplett. Natürlich stand ganz oben auf der Liste, die Loose Lee heute zu fahren. Und da haben wir uns dann auch als nächstes auf den Weg gemacht. Ich habe mich zwar nicht schon ganz so gut gefühlt heute auf dem Bike, aber dennoch dachte ich mir, komm, auch wenn du ein bisschen Angst vor Sprüngen heute irgendwie hast und vor allem auch Angst vor Geschwindigkeit, musst du versuchen, diese Angst ein bisschen zu überwinden und einfach ganz gemütlich die Loose Lee ohne Druck einfach runterrollen, gucken, was geht und was halt funktioniert. Also von meinem Gefühl her ist tatsächlich der erste Teil, der schon eigentlich ja der zweite Teil ist, wesentlich spaßiger als der erste Teil der Loose Lee. Leider war die Strecke tatsächlich schon ziemlich zerbombt, besonders in den Kurven. Ich denke mal, weil sich der ein oder andere nicht daran gehalten hat, da irgendwie, ja, wo die Strecke noch abgesperrt war, halt nicht drüber zu fahren. Aber so ist das halt öfter mal, ne? Nachdem dann die Loose Lee auch abgehakt war, war eigentlich für uns die letzte Stunde nur noch Spaß angesagt. Und deswegen haben wir uns einfach eine Line nach der anderen vorgenommen, wo wir halt eben so ein bisschen Bock drauf hatten. Ja, Daniel! Sender Steve! Ja! Meine kleine Junge! Ah, doch nicht DH. Erstmal Freeride. Ach du Scheiße! Alter! Kaputt hier! Alter! Alter! Thank you.
Also eigentlich war ich ziemlich positiv überrascht, wie gut die Strecken noch in Schuss sind. Aber dennoch merkt man so ein bisschen, dass die Saison auch so langsam zu Ende geht und dass ja, der Park halt nicht mehr so super in Schuss ist wie am Anfang. Ist fertig? Ja, fertig. Kann man fahren? Ja. Ja, jalla. Junge, was war das denn, Alter? Aber neu, ey. Dafür, dass ich am Anfang des Tages so viel Angst vor den Sprüngen und vor allem vor der Geschwindigkeit hatte, bin ich dann ziemlich zufrieden gewesen, dass ich mich überwinden konnte, halt wirklich wieder einfach zu fahren und sich nicht so ganz so viel in den Kopf zu machen, um das, was funktioniert oder was nicht funktionieren könnte. Auch für Steve war es, glaube ich, heute ein richtiger Durchbruch, mal wieder auf dem Bike zu stehen, längere Zeit zu fahren und das eine oder andere sich anzuschauen und zu meistern. Deswegen war ich ziemlich happy, dass er so richtig gut gelaunt war am Ende. Im zweiten Teil der Freeride-Line waren irgendwie so komische Kicker mit so Kanten, die wie so perfekt aufgebaut waren. Man sieht es auf der GoPro nicht so richtig, aber wer an dem Tag da war im Park, der weiß, was ich meine. Wir haben auch später mit einem im Lift gequatscht, der auch gedacht hat, ey, was sollen die Dinger, was soll man damit anfangen? Ich weiß nicht, ob ich einfach viel zu schlecht fahre, dass ich damit was anfangen kann, aber nein. Ja? Meine Bremse geht fest hinten. Ja, leider war dann der Tag irgendwie ein bisschen früher vorbei, als wir es eigentlich geplant hatten, weil Steves Beläge einfach komplett runter waren und die Bremse sich einfach nur noch fest gebremst hat am Ende. Die Kurve. Als ich das mit Steve Bremse dann komplett erledigt hat, sind wir nochmal mit dem Lift hoch zum Schneewittchen Trail, weil unser Auto so perfekt stand, dass wir vom Trail runtergefahren sind und direkt am Auto waren. Abziehen! Yeah! Wir sind durch für heute. Fahren gerade die letzten Leute hoch mit dem Lift. Wir sind schon im Auto, weil Steve hat keine Bremsbeläge mehr hinten. War ein cooler Tag, das Wetter hat sich gehalten zum Glück und war auf jeden Fall nice. Steve hat auch hier ein gutes Gefühl beim Biken, aber ich denke, in seinem Video erzählt er mehr darüber. Bei mir war es so, ich hatte am Anfang übertrieben Angst heute vor Sprüngen, vor Speed und so. Und irgendwann war diese Blockade überwunden, war man so im Flow und man ja, hat einfach wieder funktioniert. Nicht so gut, wie das letzte Mal, als ich mit Mark hier war.
Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen sicherer gefahren, aber jetzt war, ja, war auch okay. Sender Steve. Ich mach dann deine Handynummer drunter, ne? Du hast nicht in Slow Motion gefilmt. Nee. Steve hat einen Whip gemacht. Ich sehe ihn schon nächstes Jahr beim Whip auf. Oh. Yes, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Jede Woche 2 neue Videos. Ihr wisst ja Bescheid. Und, schaut bei mir bitte vorbei, damit mein Algorithmus wieder... Ja, pusht mal den Steve ein bisschen, damit seine Pause nicht so sehr von YouTube bestraft wird. Und yes, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.